Hallo, wieder mal ein Impuls von mir hier auf meinem Kanal. Es ergab sich heute während dieser Reise durch die Portaltage, auf der ich einige wunderbare Frauen begleiten darf und sie durch diese Energien führe. Es ergab sich da heute der Gedanke, der Satz, wie denke ich über mich? Wie denke ich über mich selbst? Denke ich dauernd, was sagen die anderen über mich? Wie spricht die Nachbarin über mich? Was sagen sie im Job über mich? Du weißt es nicht. Da kann dir noch so sehr jemand sagen, du weißt, du, die eine hat das und das gesagt. Du weißt es nicht wirklich. Sie hat es nicht zu dir gesagt. Die Frage ist, wie denkst du über dich selbst? Welche Bilder hast du im Kopf über dich selbst? Glaubst du das, was andere über dich sagen? Weißt du, was andere über dich denken? Nein. Wie denkst du über dich? Welche Gedanken über dich lässt du zu? Bewertest du dich? Beurteilst du dich? Verurteilst du dich? Ich habe hier schon mal ein Video gemacht über das Thema, wie sprichst du mit dir selbst? Die beiden Themen hängen ein bisschen zusammen. Und ich verlinke das dann auch unten, damit du das vielleicht nochmal hören kannst oder sehen kannst, wenn du das möchtest. Wie denkst du über dich selbst? Ich kann es immer nur wieder sagen. Schleppst du alte Meinungen von anderen über dich mit dir noch durchs Leben? Von deinen Eltern, auch wenn sie gar nicht mehr im Leben sind? Von deinen Eltern, was du gehört hast in deiner Kindheit? Was du nicht kannst? Was du besser machen solltest? Wozu du nicht fähig bist, was du falsch machst. Diese Gedanken, diese schmerzlichen Erfahrungen, die du dadurch gemacht hast, die sind in deinem Unterbewusstsein gespeichert, das weißt du, und führen dich durchs Leben, Tag für Tag. Und erst wenn diese schmerzlichen Erfahrungen hochkommen dürfen aus dem Unterbewusstsein und sich in Gefühlen Luft machen, bist du davon befreit. Das ist oft ein längerer Weg und der braucht auch Begleitung durch eine Therapeutin oder einen Coach. Aber nur dann kannst du dich wirklich davon befreien. Aber du kannst jetzt einfach, unabhängig davon, dich fragen, wie denke ich über mich selbst? Denke ich mich als gesunder, als leuchtender, als gebender, als nährender, als empfangender Mensch? Denke ich mich selbst, ja, die anderen haben schon recht, ich kann das nicht, kann jenes nicht. Ich schaffe das nicht, ich schaffe jenes nicht. Wie denkst du über dich? Die Tatsache, dass du vielleicht jetzt in einer Situation bist, dass du schon lange mit einer Behinderung, einer Krankheit unterwegs bist, hat nichts damit zu tun, dass du
positiv über dich denken kannst, weil dieses positiv über dich selbst denken, atme, heilsam ist. Lass deine Gedanken über dich dein Placebo sein. Ja, du hast richtig gehört. Lass deine Gedanken über dich selbst dein Placebo sein. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Placebos Heilung gebracht haben. Es hängt immer davon ab, wie der Mensch an seine Heilung glaubt. Man hat Experimente gemacht, sogar mit Chemotherapie. Ein Teil der Patienten hat echte Chemotherapie bekommen, ein anderer Teil der Patienten hat, ich weiß nicht, was sie dann da genommen haben, jedenfalls keine Chemotherapie. Und die Menschen, die wirklich sehr daran geglaubt haben, dass das hilft, obwohl das ein Placebo war, sind in Heilung gegangen. Die Tumore wurden kleiner. Der Krebs wurde geringer oder verschwand. Das sind wissenschaftliche Experimente gewesen. Und wenn das da hilft, dann kannst du dir doch vorstellen, dass ein Placebo, den du dir als Gedanken gibst, hilft. Wenn du morgens aufwachst und dir als erstes sagst, noch im Liegen, ich bin gesund, ich bin heil und ganz, ich bin dankbar, dankbar, dass ich heil und ganz und gesund bin. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Es gibt eine Version von dir selbst, weit, weit oben im Feld, im Universum, die ist ganz und heil, weil wir so gemeint sind. Die ist gesund. Und wenn du an diese Version glaubst und andockst sozusagen mit deinen positiven Gedanken, mit deiner Dankbarkeit, Gedankbarkeit, bringst du diese Version Schritt für Schritt, peu à peu, ins Hier und Jetzt, in die Wirklichkeit. Und atme. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Ich weiß nicht, habe ich es jetzt in diesem Video schon gesagt. Es kann von heute auf morgen gehen. Es stupst jedenfalls Heilung an, wenn du gut, hell, freundlich über dich denkst, ohne zu bewerten, ohne zu urteilen. Ich bin hier in einem Empfangskanal sozusagen, dass ich nicht weiß, was ich vorher schon gesagt habe. Vielleicht wiederhole ich mich. Und somit höre ich jetzt auf. Ich schenke dir noch einen kleinen Download. Nimm das in Liebe. Noch was fällt mir ein. Etwas vom Schädlichsten, sagen wir mal, was du machen kannst, ist tratschen. Ich meine damit nicht ein freundliches Gespräch mit einer Freundin, mit einem
freundlichen Menschen, mit der Nachbarin. Ich meine Tratsch. Schlecht über jemanden reden. Du nimmst das nämlich dann auf, gehst damit weg und redest weiterhin schlecht in dir und womöglich auch über dich. Ich möchte erklären, warum ich hier nicht genau weiß, was ich vorher gesagt habe. Ich habe nämlich dieses Thema schon vorhin in ein Video gepackt, aber ohne Ton. Und deswegen habe ich es jetzt im Anschluss gleich nochmal gemacht. Und es kann sein, dass du jetzt ein paar Gedanken doppelt hörst. Aber das macht nichts. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Hab es gut. Denke gut über dich. Erlaube dir Gedanken wie, ich bin großartig. Ich erlaube mir Wunder. Ja. Lass deine Gedanken dein Placebo sein. Lass deine Gedanken dein Placebo sein. Bis zum nächsten Mal.